Moin aus der Walsbüller Kirche. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt mal gesagt. Aber da hat er Unrecht. Aber Visionen sind leider sehr oft schwer zu verstehen. In der Bibel finden sich sehr viele davon. Die bekannteste ist wohl die Offenbarung des Johannes, die Apokalypse. Es wird beschrieben, wie die Welt untergehen wird. Und wer zum Schluss dann doch noch in den Himmel kommt, mit vielen warnenden Anzeichen. Und dazu gehört auch ein Drache, eigentlich der Teufel, der dann doch noch vom Erzengel Michael besiegt wird. Sehr gruselig, so gruselig, dass Hollywood bis heute daraus Ideen klaut. Der eigentliche Grund für dieses Schreiben für die Apokalypse ist Trost. Wer hätte das gedacht? Und das kam so: Zu der Zeit waren die jungen christlichen Gemeinden sehr bedroht. Der römische Kaiser ließ alle Christen umbringen, die er finden konnte. Und da war es eben ein Trost zu wissen, dass die Bösen wenigstens nach ihrem Tod noch ordentlich bestraft werden würden. Für die Konfirmanden war das mit dem Drachen gestern natürlich sehr cool. Ich habe hier die Geschichte vorgelesen, weil wir ein Kirchenfenster mit diesem Drachen haben, der besiegt wird. Und die Konfis haben dann draußen einen Drachen nachgebaut und hatten einen Riesenspaß. So wird eine gruselige Vorstellung zum Zugang zu Gott. Und keiner muss zum Arzt. In diesem Sinne, Gottes Segen. Amen.